Weißt du, wie ich zum Bodybuilding gekommen bin? Nee. Eine Freundin von mir hatte so gewisse Figurprobleme gehabt. Hier am Gesicht und dann an den Hüften, ne? Und hat sie zu mir gesagt, was hältst du davon, wenn wir anfangen, so ein bisschen für uns die Gürtel zu drücken? Meinetwegen, obwohl ich jetzt einen guten Ruf hatte. Und dann waren wir bei uns in der Nähe von hier waren 10 Minuten im Bus, in ein Studio gegangen, da waren also keine, die ich kannte jetzt, ne? Und erstes Mal Muskelkater kennst du ja. Nächsten Tag konnte man nicht mehr laufen und nach der ersten Woche ist sie abgesprungen, weil sie jedes Mal Muskelkater ja, und ich bin dabei geblieben und ja, bis jetzt sind das 4,5 Jahre, ne? Ja, 4,5 Jahre. Ja, März 85 bin ich angefangen. Genau. Ja. Na, ich habe 1983 angefangen und wie es immer so ist, die Männer sind dran schuld. Ja, die Männer. Naja, mein Mann, der hat schon seit jetzt sind es schon fast 20 Jahre, dass er Bodybuilding macht. 20 Jahre. Na, und ich bin ab und zu mal mitgegangen, so aus Interesse zum Training. Mhm. Ja, und früher habe ich auch Sport gemacht, Handball gespielt und Leichtathletik. Und da hatte ich dann doch wieder ein bisschen Lust daran gefunden, nachdem ich dann auch meine Tochter bekommen hatte. Das ist deine Tochter schon? Na, schon 12 Jahre. Und bin ich mit zum Training gegangen, hat mir gefallen und habe auch immer gesagt, auf der Bühne kriegst du mich mal nie, also Wettkampf oder sowas. Gibt's nicht. Ja, habe ich dann trainiert und dann war es doch so, dass er mich so weit gebracht hatte. Nach wie vielen Jahren? Na, 3 Jahre, das hat knapp 2 Jahre bloß. 2 Jahre schon? Ja, anderthalb vielleicht bloß. Ja. Also bei mir haben die mal gesagt, okay, ich habe die Ambition dafür. Aber wie gesagt, den ganzen Stress mit den Diäten und das ist. Nee, vor allem, ich musste ja auch eigentlich, wenn ich das mache, auf Salz verzichten, was du eigentlich auch weißt, ne? 6 Wochen, sagt man generell, vor Erfolg. Und dann abschmecken ist mein Beruf, muss ich nicht machen, aber kann ich nicht darauf verzichten. Ne? Und wie gesagt, da ich auch gerne esse und gerne auch mal irgendwo einen Schluck Wein trinke oder mal einen Schluck Sekt, je nachdem, also habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann ist auch noch die andere Seite, dass man ohne was hier in Deutschland sich abhaken kann, um überhaupt auf die Bühne zu kommen. Das ist teilweise verbandsmäßig, dass du den IFBB, oder wie das auch heißt, angehören musst und dann musst du auch ihre Artikel dann vertreten. Ne? Weil ich trainiere mit Halle mit einer zusammen trainiert, die hat die gleichen Trainingszeit wie ich gehabt und die hat nach 1,5 Jahren angefangen, Drogen zu nehmen. Und ohne den, guck mal, die wiegt jetzt bei ihrer Größe von 1,68 Meter wiegt die 75 Kilo. Das ist ja bald wie Mann eigentlich. Ja, im Prinzip schon. Ja. Aber man sieht es auch halt, ne? Diese ausgeprägten Nackenmuskulatur und den Kopf. Den Kopf, genau, den erzählt die alle zählt. Ne? Und dann die Stimme. Ja, auf jeden Fall habe ich den noch nö. Also ich will es mir eigentlich mal selbst beweisen, wie weit man kommen kann, ohne was. Ja, das ist gut. Ja. Ich habe ja auch solche Ideen nicht gehabt zu meiner Zeit, als ich angefangen habe. Also ich habe Wettkämpfe 1983, nee, 84 und 85 gemacht. Und dann habe ich abgehört wieder und habe meinen Mann zusammen die Schuhe abgebaut. Und da war das ja eigentlich bei uns immer die auch sowieso noch nicht. Das wenn du das 83 dann bist du seit wie viel Jahren dabei jetzt? Naja, was meinst du jetzt? Trainingsmäßig? Ja, allgemein. 83, ich hatte 83 am Anfang 83 angefangen und habe 84 im September und 1. Das Jahr 2 Jahre. Ja. Und habe nur auch allerdings die letzten Jahre jetzt, also nicht mehr so trainiert wie auf Wettkampf hin, sondern eine Form zu halten, das ganze Jahr über hinweg. Und dann auch so ein, naja, ich muss also so aussehen, dass es in einem breiten Publikum gefällt. Ja. Wir sind ja Nachbars und überall und wenn man da schon ein bisschen noch muskulöser ist, das gefällt dann schon vielen Leuten nicht mehr. Also ich muss da also ein bisschen Fingerspitzen also schon mehr nicht von deiner eigenen Meinung abhängig, sondern mehr schon von den Naja, wenn wir so unser Geld verdienen wollen, anders hätten wir nicht so viele Auftritte. Ja, ist klar. Das kann und sein. Ich bin aber eigentlich auch froh, so reich zu sein eigentlich.
du also noch mehr bei der Vorbereitung? Ja, wenn ich weiter so hart trainiert hätte, dann das war ich sicherlich ja. Aber das ist jetzt für uns wahrscheinlich nicht erstrebenswert. Weil man immer sagt, ja, nach so vielen Jahren kann man dann. Aber jetzt sag mal ganz realistisch, Gewichtssteigerung ohne irgendwas hat man eigentlich nicht. Man bekommt eine gewisse Muskelschärfe rein. Ja, die Härte wird. Die Härte. Die Gewebsstruktur wird verbessert, aber Gewichte ist eigentlich nicht schwer. Nee. Weil das erste halbe Jahr hat man also so einen wahnsinnigen Aufschwung. Ne? Ja, man fängt an mit 10 Kilo und dann noch halt nur noch 30 als Beispiel jetzt. So. Und dann ist aber nur ein halbes Kilo pro Monat. Ja. Oder nur, ist noch weniger dann. Stimmt? Ja. Das ist meine eine Erfahrung. Bei mir genauso. Also bin ich der Einzige. Ja. Weil ich immer ein Gespräch geführt mit einer, die war 42 jetzt, in einer Kneipe, war mit einem Glas Sekt und hat mich aber gefragt, wie viel drückst du denn? Ich sag ja so 60, 65. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich sag, wieso bist du enttäuscht? Das habe ich ja damals schon gedruckt, dann ein halbes Jahr Training. Ich sag, das kann sein, aber du hast aufgehört. Sonst wärst du wahrscheinlich bei 35 oder 40. Ja. Ne? Wie gesagt, das ist nur eine falsche Vorstellung. Ja, ja. Aber das Einzige, wo man, wenn man das optimal machen würde, ist bei Beine. Wenn man da kann man sehr viel rausholen. Aber dann ist auch die Bedenken, wenn man also zu viel Gewicht nimmt, das wäre so durch Knie. Ja, das ist dann die Knochenstruktur. Und wie groß bist du? 1,61 Meter. Guck mal, dann habe ich zum Beispiel, ich habe nach einem Jahr das mal gemacht, das war unvernünftig, habe ich 140 Kilo mehr draufgepackt. Ja, aber keine ganzen, sondern diese halben. Das ist auch nochmal so eine Bestätigung, was schaffst du? Ne? Ja. Aber jetzt bin ich mittlerweile auf die fast noch mehr als die Hälfte, immer 80, 90, ist normal, ne? Ja, das ist normal. Höher geht nicht mehr. Ich bin auch mal hochgegangen und da habe ich 85 einmal, aber eine richtige tiefe Kniebeuge. Ja. Aber das ist Quatsch eigentlich. Also das ist schön für meinen Rücken auch zu viel. Also das habe ich auch mal als, also als Spaß mal. Ja, man muss sich mal so richtig ein bisschen, was kann man rauskriegen. Genau. Aber das sollte man dann eigentlich nicht. Nee, nicht, also nicht generell. Nee. Also generell mache ich es eigentlich so, dass ich, wenn ich mal trainiere, schwer, das sind so phasenmäßig jetzt, ne? Dann mache ich mal einen Satz, wo ich also nur 3-4 Wiederholungen mache und dann ist für eine halbe Ruhe damit. Ja. Und dann mache ich also generell 4 Wiederholungen. Ja. Wie viele Wiederholungen hast du? Du, 15 bis 20, wenn ich also jetzt, ja, wenn ich jetzt nur diese ganz leichten mache. Wenn ich also jetzt bis 70 mache oder 80, 10 Wiederholungen. Ja, das habe ich auch gemacht. Das ist realistisch. Ja. Das kann man so richtig einbauen. So machen wir sie jetzt am... Bei 50, dann 10, ja. 15, 16. Aber so ungefähr. Das geht aber, weil von der Größe und vom Gewicht muss man das ein bisschen... Was wiegst du? 65 Kilo, glaube ich. Ja, ich wieg 51 so. 51? 51, 52. Und vor dem Training, ich will vor der Anfang zu trainieren? Habe ich auch so gewonnen. Auch so? Also habe ich weniger. Bevor ich angefangen bin mit dem Training und bei dieser Größe, Größe habe ich gehabt 60, 58, 60. Naja, und das sieht man bei dir. Ja, also ist doch schon wichtig. Und ich habe mir auch mal die Maße aufgeschrieben. Das war witzig zu Anfang. Vielleicht hast du es auch gemacht. Habe ich auch mal gemacht, ja. Und? Aber könnte ich mich jetzt an keine Zahlen mehr erinnern. Nein. Aber die Taille ist schmaler geworden. Und Brust ist größer geworden. Umfang, ja. Umfang. Ja. Und Oberschenkel, war ein bisschen. Aber Oberschenkel habe ich Schwierigkeiten. Das ist meine Problemzone. Also den kann ich Tag und Nacht trainieren. Das ist, nee, das schwer ist auch bei mir auch gleich. Ja. Also, obwohl die sind ja auch schon massig, ja, brauche ich klar, nicht, weil sonst passt das nicht zum Oberkörper zusammen, ne? Aber Oberkörper habe ich genommen, da habe ich 91 gehabt und jetzt habe ich 96, 97. Das durch den Lappen ist genau, das ist normal. Das merkt man. Und wie ich es hat sie jetzt nie viel getan, da habe ich auch 34, wo es die Struktur ist. Ja, das ist 35, 35, das spannend auch. Und das sieht dann auch viel gewaltiger aus. Durch die, ja? Das, ja, durch die Ausprägung, durch die Teilung und alles, sieht das eigentlich noch sonst was viel mehr aus, ne? Und sagen, auch nicht fett, aber eben massig, ne? Und die sind halt mehr geteilt.
Und Unterarme war sie es gar nicht mehr. Das waren auch 27 Grad halt, auch härter. Ja. Und Beine sind auch so geblieben, 58. Oder ja, schon 59 war es. Es bleibt bei, weil es passt ja auch zusammen. Ja. Zum Baden ist auch schwierig, da habe ich jetzt auch keine Veränderung, das ist auch geblieben. Bloß wieder von der Form ein bisschen besser. Ja. Weil ich glaube, morgens im Studio ist eigentlich, also super Baden, die macht gar nichts. Das auch ist eine Veränderung. Ja. Da kenne ich auch viele. Die machen überhaupt keinen Sport in meinem Superbad. Ja, ist es also nicht generell das vom Training kommt? Ja, nee, das ist anatomisch. Genetik. So, und dann? Was könnte man sonst noch? Nee, eigentlich. Brust und sonst? Ja, die Teilung von hier, dass man hier oben, dass es nicht flach mehr ist, dass man das ausgearbeitet hat. Ansonsten keine. Nee. Ja, und Kondition? Eigentlich habe ich immer schon gehabt. Ja. Ja, ich eigentlich. Was machst du eigentlich beruflich, wenn ich bin jetzt also kein Bodybuilder? Ja, ich, jetzt im Moment sind wir direkt als Artisten. Also wir sind nur tagtäglich mit Bodybuilding unterwegs. Also wir sind Elite von diesem Sport. Davor war ich Diplom-Ingenieur, Ökonom, also Schreibtischarbeit. Also sitzen? Ja, nur gesessen. Bis vor 2 Jahren nur den ganzen Tag gesessen. Ich mache seit 10, 17 Jahren mache ich nur was von. Du hast eine schwere Arbeit. Ja, und sicher nicht. Nebenbei drin, das geht. Ja. Man kann zwar. Wie gesagt, das ist auch also eine Art Selbstdisziplin. Mhm. Du beweist es dir. Und auch wenn du mal keinen hast, das geht es nicht. Machst du? Aber wenn es also privat mir im Kram passt, schon. Ja. Das kommt selten vor. Also dreimal ist normal bei mir. Viermal ist also dann nur die Regelmäßigkeit. Also 3 bis 4 Mal die Woche. Ne? Versuche es einzuhalten. Ja, ja. Und dann ist auch die Intensivität des Trainings ist auch abhängig von dem Wetter. Was ich vorhabe, ist okay. Heute geht es schneller fahren und heute lasse ich mir Zeit und quatsche. Also ist nicht so wie bei der Arbeit, das muss ich schaffen, sondern es kommt dann an, wie ich mich fühle. Ne? Finde ich auch gut. Mache ich auch so. Also ich kann auch nicht jetzt ganz stur mir nur jeden Tag was vornehmen, schon eine Woche vorneweg und so. Ich muss auch das machen, wozu ich Lust habe und dann läuft das auch. Also ich komme ins Studio und dann sage ich, wir machen heute das und das. Oder wir beraten uns. Ja. Was tut noch weh? Weil habe ich Schmerzen da, dann machen wir was ganz anderes. Also das ist also nicht geplant schon mal so. Ne? Es gibt also wenige Tage, wo es generell festgeht, ist, das machen wir heute. Können wir zum Beispiel sagen, am Tag des Trainings, wir gehen weg, sagen wir machen morgen das. Kommen wir an, nee, geht nicht, tut weh, machen wir was anderes. Das ist also spontan. Ja, das ist. Ich nehme das aber auch eigentlich so einen groben Plan vor, aber dann, wenn ich dann doch mich mal nicht fühle, dann denke ich, nee, jetzt lass es auch, jetzt bringt es auch nicht mehr. Das hast du schon mal während des Trainings einfach abgebrochen? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja? Wenn gar nichts lief und man hat sich wirklich so schlecht gefühlt irgendwie, dann habe ich auch schon gemacht. Es ist sehr selten, aber es ist schon vorgekommen. Was habe ich aber jetzt bitte noch nicht gehabt? Nee, ich habe also langsam trainiert und auch die Hälfte des Trainings. Ja, und habe dann vielleicht bloß noch ein bisschen rumgegeigelt, bin dann habe noch ein bisschen Bauch gemacht oder was. Oder ich habe schon mal die Trainingssachen dabei gehabt und bin nicht hingegangen, weil ich müde war. Weil wenn ich da rumgehe, kann ich mir das Training auch sparen. Ja, dann bin ich da auch nicht so. Nur jetzt mal, ich war da, ich habe was gemacht. Nee, das bringt nicht, ne? Nee. Muss schon mit dem ganzen Körper. Also muss ich sagen, du hast viel ganz gut ausgeprägten Bauch. Machst du viel wieder, oder? Nee, das ist nur meine anatomische Pluspunkt. Ja. Das ist, ich trainiere eigentlich Bauch ganz wenig. Ganz wenig. Aber den hatte ich eigentlich, den muss ich ja immer schon gehabt haben. Ja. Aber durch das Bodybuilding-Training dann ist das Fett wahrscheinlich doch weggegangen, fetter, straffer alles geworden und dadurch ist er rausgekommen. Ja. Und die Anlagung ist da. 500 Wiederholungen an einem Tag. Ja. Oh. Aber so nicht so auf einmal, immer 50, dann irgendwie Arme gemacht zwischendurch, so jetzt nicht, also nur jetzt halbe Stunde Bauch ist mir zu einem monoton. Sondern dann habe ich Bauch gemacht, dazwischen im Bizeps, weil das belastet mich eigentlich nicht. Weil ohne Gewicht kann man es machen. Und dann so von jedem Bauch, was man da machen kann, verschiedene Sätze und Wiederholungen ist. Also Wiederholung 50, dann 40 und 30, je nachdem was der Schwierigkeitsgrad. Hängend ist schwierig für die Arme, das geht nicht. Oder entweder nur im Liegen, am Fußboden, im unteren Bauch. Ne? Oder dann auch auf der Bank, wo man vom Partner die Beine
runterdrücken lässt. Mhm. Kennst du bestimmt. Mhm. Also, was habe ich mal eine Phase gehabt von 5, 6 Wochen. Mhm. Und so jetzt zum Beispiel, wenn ich allein die Kondition habe, und mein Trainingspartner ist zum Beispiel vom Beruf Balletttänzer auch so. Mhm. Der wiegt auch so 70, 71 Kilo, mhm, und ist auch so 1,70, mhm, 1,72 groß. Ne? Und von dem, wir sind also kräftemäßig so ungefähr gleich. Mhm. Bisschen groß ist er stärker. Aber ansonsten, mhm, vom Rücken packe ich ein bisschen mehr drauf. Ne? Mhm. Die Beine auch. Also gibt es gewisse Unterschiede. Ne? Mhm. Ja, also Brust ist eine Frau allgemein schwächer. Ja. Und dann Schultern ist auch ein bisschen stärker. Das sind auch so die Punkte, die, wo eine Frau nicht halten kann. Und Bizeps, da hält sie auch dann gleich. Es kommt auch die Übung an. Es gibt Übungen, wo er stärker ist und nicht wieder schwächer ist. Das ist bei dir auch wahrscheinlich. Ja. Bei deinem Partner oder bei deinem Mann ist das kein Thema. Habe ich keine Chance. Nee. Aber wenn du zum Beispiel jemanden hättest, der genauso groß wäre wie du und vom Gewicht vielleicht 10 Kilo mehr wiegen würdest, kann ich auch doch mithalten können. Doch, schön. Und er macht auch schon seit 20 Jahren? Er macht schon seit 20 Jahren. Und wer ist den kennengelernt? Nicht davon losgekommen. Zum Fasching fing alles an. Zum Fasching? Ja. Aber er hat bis jetzt geheilt. Er war jetzt Superman in der Kleidung. Ja, ja, genau. Also ein Kostüm habe ich auch mal irgendwie gehabt. Aber ich bin dann, was war ich? Ich war eine Wildkatze. So ein Indianerkostüm. Mit so lauter Fransen. So Schwänzchen hinten, den Haaren und einen hinten und also aber selbst gemacht, so aus Katzenfällen. Das war gut, ja. Ja, es kam gut. Und dann die Füße, hatte ich mir so Strümpfe genäht, ne? Und dann auch den Strümpfen hatte ich mir das Fell drauf.